Moin, moin. So, Kamera läuft. Wunderbar. Dann können wir den Schwenk machen. Hier rüber auf mein Antlitz. Und dann schraube ich das mal wieder fest. So, ich hoffe, dass es diesmal noch weniger klappert als das letzte Mal. Ich habe die Kamera jetzt noch ein bisschen anders installiert. Und bevor ich jetzt groß weiterlabere, fahren wir einfach mal los. Und jetzt labere ich groß weiter. Worum geht es heute? Es geht wieder einmal um die Philosophie des Geistes. Eine der zentralen Fragen der Philosophie des Geistes lautet: Wie hängt Geist und Materie zusammen? Und ich kann die euch schon beantworten, diese Frage. Ich weiß es auch nicht. Wenn ich das irgendwie auf eine Art und Weise belegen könnte, na komme ich hier nochmal raus, wenn ich das mal auf eine Art und Weise belegen könnte, ich habe Ideen dazu, aber wenn ich die beweisen könnte oder belegen, dann wäre mir der Nobelpreis sicher. In Physik, in Biologie, in allen möglichen. Aber das versuche ich gar nicht erst. Trotzdem kann man sich dieser Frage nähern und es gibt verschiedene interessante Antworten auf diese Frage. Geist und Materie. Ja, was sind Geist und Materie? Das ist erstmal die Ausgangsfrage dabei. Die Frage kann ich euch ganz einfach beantworten. Das sind zwei Wörter. Bei diesen Wörtern kann man sich irgendwas vorstellen, es mit irgendetwas in Verbindung bringen und dann ergeben diese Wörter Sinn. Und es kann durchaus sein, dass meine Definition von Geist oder Materie nicht unbedingt deine sein muss. Ich brauche aber eine Definition, um überhaupt weiter darüber nachdenken zu können. Es ist hier ein bisschen rappelig, die Straße. Ach, ich mache heute wieder Schleichtour, 50, 60. Schade, dass ich keinen Wackeldackel hinten drin habe. Was ist Geist? Ist dabei die komplexere Frage. Etwas einfacher zu beantworten ist die Frage, was ist Materie? Ja, kennen wir doch Materie hier. Kann ich anpacken. Das Lenkrad ist Materie. Materie ist doch was Handfestes. Das wissen wir doch, was es ist. Dank der Physik wissen wir auch, Materie kann man in Energie umwandeln. Energie und Materie sind im Grunde genommen ein und dieselbe Erhaltungsgröße. Und da wird es ja schon für unser Alltagsempfinden auch schon komisch, weil Energie, das ist doch was anderes als Materie. Also wenn ich mir eine Ohrfeige gebe, so, zack, und nochmal, ha, weil es so schön ist, möchtet ihr auch gerne mal, ne? Also, zack, dann habe ich ja hier die Backe, die Hand, das ist Materie, aber die Energie, die Bewegung, die da drin steckt, das soll auch irgendwie eigentlich Materie sein oder umwandelbar? Physikalisch ist das berechenbar. Mit der berühmten Einsteinschen Formel Energie gleich Materie zum Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. E gleich m mal c Quadrat. Die Formel muss man nicht unbedingt verstehen, um einfach zu wissen, die Physiker können das irgendwie berechnen, dass man das eine ins andere umwandeln kann. Lassen wir das einfach mal so stehen. Also über Materie kann ich sagen, das ist doch das, was hier ist. Und auch da muss ich vorsichtig sein. Selbst da
muss ich vorsichtig sein. Popo vorsichtig sein. Da steht nämlich jetzt so, weil ich hier die Kamera. Bin ich wieder im Bilde? Wunderbar. Die Kamera steht nämlich so weich, dass ich, glaube ich, in der nächsten Steilkurve mal festhalten sollte. So, nach dem Absturz, wo waren wir stehen geblieben? Vorsichtig sein mit Bestimmungen. Wenn ich sage, hier, das Lenkrad, das ist Materie. Weiß ich doch gar nicht. Bin ich das Lenkrad? Bin ich das Lenkrad, dass ich hierüber was aussagen kann? Was ich sagen kann, das ist, das Lenkrad wirkt auf mich auf eine Art und Weise, die ich als Materie beschreibe. Wieder wer überholen? Nee, das ist ein langsamer Roller. Das Lenkrad wirkt auf mich auf eine Art und Weise, die ich als Materie beschreiben kann. Das ist was ganz anderes, als wenn ich sage, das ist Materie. Ich kann gar nicht sagen, ob was irgendetwas ist. Weil sobald ich spreche, sobald ich mir einen Begriff von irgendetwas mache, ist das eine geistige Größe. Das heißt nicht, dass hier vielleicht nichts ist, dass ich mir das nur einbilde, aber das heißt, ich kann darüber gar nichts definitiv sagen, was Materie ist. Ich weiß nur, wie, dass es da was gibt, was irgendwie auf mich wirkt, und das nenne ich Materie. Und ich gehe davon aus, weil ich in Kommunikation mit anderen Menschen stehe, diese Kommunikation wirkt auch auf mich, und in dieser Wirkung wiederum scheint es so zu sein, dass auch alle anderen Materie dazu sagen. Und wir offenbar ein sehr ähnliches Empfinden haben, was Materie ist. So, ich muss mich mal festhalten. Jetzt kommen wir wieder zum schlimmsten Bahnübergang Ostwestfalens. Oh la la. Immer noch keiner hinter mir? Immer noch keiner hinter mir. Also weiter auf Schleichfahrt. Also, ich werde jetzt auch der Einfachheit halber, wenn ich von Materie spreche, als vom Sein sprechen, dass es wirklich so ist. Weil es ist ja auch unser Eindruck davon. Und es macht eigentlich, ja, es macht philosophisch schon mal Sinn, darüber nachzudenken, ob das wirklich so ist, was unser Eindruck ist. Weil es macht vor allem demütig. Es ist ja gar nicht so, dass wir Philosophen so viel wissen. Wir wissen eigentlich eher, ja, unser... Das philosophische Wissen ist eigentlich eher ein Wissen darüber, was wir nicht wissen. Das ist gerade mal wieder etwas rappelig hier. So, Frau Kollegin. Wurzel, das wäre doch fast wieder schief gelaufen. So, ich kann jetzt einfach mal in den vierten schalten und dann hier mal so ein bisschen. Ich glaube, ich halte sowieso gleich mal kurz an. Jetzt sind nämlich zwei hinter mir, die irgendwo auch mal heute Feierabend machen möchten. Und ich stehe denen im Wege. Jippidi, halten wir hier mal an. Jetzt stehen geblieben, erzählt mir das nochmal. Achso, das Wissen des Philosophen ist keine besondere Erkenntnis, dass er viel mehr weiß als jemand anders. Ein Philosoph hinterfragt nur, was er nicht wissen kann. Und zwar Dinge, die uns im Alltag sehr geläufig vorkommen. Die Folge daraus ist eine philosophische Demut. Philosoph ist eigentlich ein bescheidener Mensch. Naja, die meisten. Es gibt auch Ausnahmen. Also,
spreche jetzt von Materie als davon, von dem, was es, als wüsste ich, dass es wirklich wäre. Ich weiß es nicht, dass es wirklich wäre. Ich weiß nur, dass wir alle den Eindruck haben, es sei wirklich. Und so forschen die Physiker in diesen Eindrücken in der Materie ja noch weiter herum und bröseln sie immer weiter auf. Was kommt denn dabei herum? Wenn man immer feiner schaut, was Materie denn ist oder wie sie sich uns darstellt. Nur den meisten ist sicherlich das Modell von Molekülen und Atomen geläufig. Das hat man ja auch schon in der Schule so gelernt. Und dann die Atome, die sich zusammensetzen aus einem Atomkern, aus Elektronen, der Atomkern wiederum aus Neutronen und Protonen. Aber damit haben sich die Physiker ja noch lange nicht zufrieden gegeben. Wieder die Kamera festhalten, scharfe Kurve. Damit haben sich die Physiker ja noch lange nicht zufrieden gegeben. Die haben ja noch weiter gebröselt. Und ein Modell, dieses Modell noch weiter verfeinert. Und so kam ein ganzer Teilchenzoo heraus. Ich bin kein Physiker, ich kann die jetzt nicht alle einzeln benennen. Aber eins weiß ich, weil Physiker so sagen. Diese Teilchen an sich, die kann man sich jetzt gar nicht mehr so als feste Teilchen vorstellen, wie wir jetzt hier so den Eindruck von etwas Handfesten haben. Der Grund, warum das Lenkrad hier handfest ist, das hat mit der elektromagnetischen Kraft zwischen diesen Teilchen zu tun, dass ich hier nicht durchkomme. Die Teilchen selber haben also gar nichts Teilchenhaftes in unserer gar nichts Teilchenhaftes in der Form an sich, wie wir es so im Alltag als Handfestes begreifen. Ja, was sind denn dann sonst diese Teilchen? Alter Falter, habt ihr das Quietschen gehört? Da hat aber einer seinem Audi die Sporen gegeben, hier beim Abbiegen. Da sind auch ganz viele Teilchen aufgelöst von den Reifen. Die Teilchen, was sind diese Teilchen? Wenn sie nichts, wenn man nicht sagen kann, das ist jetzt der kleinste Klumpen der Materie. Wie definiert ein Physiker denn so ein Teilchen? Kann da jetzt ja gar nicht mehr sehen. Man sieht aber, wie diese zu anderen Zuständen in Wechselwirkung treten. Aus dieser Wechselwirkung heraus nimmt man an, da ist etwas. Und wenn dann zum Beispiel im LHC, also diesem großen Ding unter der Schweiz, unter Basel, in dem Teilchen aufeinander geschossen werden, um neue zu entdecken, den Teilchenbeschleuniger. Wenn da also jetzt irgendetwas entdeckt wird, was in Wechselwirkung auf eine bestimmte Art und Weise trifft und dies immer und immer wieder, kann man davon ausgehen, aha, da passiert offenbar immer und immer wieder dasselbe. Wir haben also ein bestimmtes sogenanntes Teilchen. Viele dieser Teilchen erscheinen auch gleichzeitig als Welle, kann man sich gar nicht so vorstellen, weil wir denken ja immer, eine Welle ist etwas, was zwischen den Teilchen passiert oder eine Bewegung der Teilchen. Die Photonen zum Beispiel kann man sowohl als Welle darstellen, als elektromagnetische Welle, als auch als Teilchen. Oh, da ist wieder so ein armer BMW. Und ich fahre nur 52, 54 Stundenkilometer. Der Arme. Na nun, fahr vorbei. Also
halten wir fest, die Teilchen, die kleinsten Einheiten der Materie, kann man nur dadurch definieren, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Was dort zwischen den Teilchen passiert, was dort reagiert. Ich kann das Teilchen selbst nicht sehen. Also nicht nur ich nicht. Das kann auch der Physiker nicht sehen. Man entdeckt diese Beziehungen und die Knotenpunkte dieser Beziehungen quasi, vereinfacht gesagt, beschreibt man dann als Teilchen. Da sind wir schon ziemlich tief darin eingestiegen, was man heute über Materie sagen kann. Materie ist also gar nichts Handfestes. Materie ist fein aufgebröselt, überhaupt nichts, was man begreifen kann in der Form. Ich fahre nicht schneller. Naja, dann bleibst halt dahinter. Und das ist eigentlich schon mal die wichtigste Aussage in diesem Video. Die feinsten Einheiten der Materie definieren sich durch ihre Beziehungen zueinander. Mehr weiß man darüber nicht. Warum ist das wichtig, wenn wir darüber nachdenken, wie Geist in Verbindung zu Materie steht? Wenn ich darüber noch ein bisschen erzähle, ich habe es euch das letzte Mal versprochen, dass ihr auch ein bisschen von der Landschaft sehen könnt, dann machen wir das jetzt mal und einmal ein Schwenk nach draußen. Extra für Rowena, die ja so gerne die ostwestfälische Landschaft betrachtet. Also, warum ist das wichtig? Überlegen, was Geist und Materie in Verbindung stehen könnten. Naja, wenn ich wissen will, was in Verbindung steht, muss ich erstmal eine Ahnung davon haben, was es ist. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt also Materie so definiere, dass es sich selbst durch seine Verbindungen definiert, also die kleinsten Teilchen, die sich durch ihre Beziehungen zueinander definieren, wird die Frage, wie ich da die Idee von Geist einbauen kann, vielleicht schon etwas einfacher. Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung, worauf ich hinaus möchte. Aber das erzähle ich euch heute nicht, das ergibt ein extra Video. Im Gegensatz zur Materie lässt sich Geist natürlich nicht so ohne weiteres physikalisch aufbröseln. Weil es schon alleine so viele Definitionen dieses Begriffes Geist gibt. Im letzten Video bin ich darauf eingegangen, dass Geist im Sinne von, dass man etwas erkennen kann, dass man sich selbst erkennen kann, dass das gar keine Domäne des Menschen ist. In Tieren, zumindest denen, die uns sehr nahe stehen oder höher evolutionär gestellt sind, wobei das kein korrekter Ausdruck ist, kann man durchaus so etwas auch wie Geist zuschreiben. Müssen wir es sogar zuschreiben. Und wie ich das letzte Mal beschrieben habe, sind sie uns ja in manchen Dingen sogar kognitiv überlegen. Vielleicht, und das ist die Frage, die sich hiermit jetzt stellt, vielleicht lässt sich ja Geist als etwas definieren, womit dieses Rätsel gelöst werden könnte,
zumindest, dass man eine Idee davon hat, wie man es lösen könnte. Ich drücke mich hier gerade sehr kryptisch aus, aber das macht nichts. Ihr könnt ja selbst einmal ein bisschen darüber nachdenken. Viele von euch haben das sicherlich auch schon gemacht. Schreibt doch einfach mal unter dieses Video, die Ideen, die ihr habt, wie ihr meint, wie man Geist im allgemeinsten Sinne definieren könnte. Könnte es sein, dass Geist gar nichts ist, was so sehr subjektiv ist? Dass zum Beispiel nicht nur ein einzelner Mensch Geist haben kann, sondern auch eine Gruppe von Menschen? Oder wie ist es mit einem Baum? Kann der Geist haben? Oder eine Gruppe von Bäumen, der Wald, hat der einen Geist? Ist Geist unbedingt das gleiche wie Bewusstsein? Oder findet man vielleicht noch eine Definition, die Geist noch etwas abstrakter werden lässt, den Begriff? Denn je weiter man diesen Begriff fasst, desto mehr kommen wir vielleicht an dieses Phänomen heran, wie Geist und Materie in Verbindung stehen können. Jetzt fällt mir wieder das Wort nicht ein, was mir gerade einfiel. Was wollte ich sagen? Menno, sag mir mal, was ich sagen wollte. Mein Geist, oh wei, der fliegt auch schon wieder irgendwo umher, wo ich gerade nicht bin. Ach so. Ja, weil mir das Wort nicht einfällt, umschreibe ich es. Was ich sagen wollte, ist, dass Geist ja kein Alleinstellungsmerkmal, jetzt habe ich wieder das Wort, Geist ist ja kein Alleinstellungsmerkmal, was nur der Mensch hat. Er ist nur bei uns zu einer gewissen Größe herausgewachsen, sodass wir über Geist sogar sprechen können mit Hilfe des Geistes. Das drehe ich mal wieder zu mir. Sind wir nämlich da. Ja. Aber irgendwo muss der Geist ja hergekommen sein. Es war ja jetzt nicht so, dass irgendwo auf einmal vor 800.000 Jahren es in unserer Entwicklung plopp gemacht hatte und wir hatten jetzt etwas, was alle anderen nicht hatten. Kann es sein, dass Geist ein Prinzip darstellt? Oder dass man ein Prinzip definieren kann, was bis dahin führt, zu dem, was wir als unseren Geist und unser Bewusstsein beschreiben, was man aber auch auf ganz andere Dinge anwenden kann. Mit den Fragen lasse ich euch jetzt alleine. Ich habe jetzt Feierabend, ich bin zu Hause und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen, wann immer ihr dieses Video guckt. Und wenn ihr eine Idee darüber habt, wie man Geist ganz allgemein definieren kann, bitte schreibt es einfach mal in den Kommentar. Bye bye. Jetzt muss ich gucken, dass ich den richtigen Knopf erwische. Dafür drehe ich das Ding wieder mal um. Und